und als Erster zu Wort gemeldet Frau Abgeordnete Magistra Michaela Steinacker. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus, geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Josef Roth hat in seinem Roman Radetzky-Marsch wahrscheinlich sehr selbstreflektierend über die letzte Lebensphase seines Romanhelden geschrieben. Jetzt bemerkt er, wie schwer es ist, hilflos zu sein und dabei würdig zu bleiben. Meine Damen und Herren, heute ist es zumindest etwas leichter geworden, würdig zu bleiben, denn soziale karitative Organisationen und die Sachwaltervereine helfen jetzt schon mit, dass es Menschen, die Hilfe brauchen, besser geht. Wir werden aber heute mit dem neuen Erwachsenenschutz einen ganz großen Meilenstein in der Richtung der differenzierten Vertretungsbefugnis, in Richtung der Selbstbestimmung der Menschen bis und auch am Ende des Lebens heute beschließen. Ein großartiges Gesetz. Ich bin heute dankbar und glücklich, dass ich hier stehen darf und Ihnen die wesentlichsten Inhalte auch vorstellen darf. Dankbar und glücklich in der Gesetzgebung ist man nicht immer über die Dinge, die man beschließen muss, aber das, was wir heute machen, ist wirklich ein großer Schritt für jeden von uns, für die Menschen in unserem Land. Meine sehr geehrten Damen und Herren, selbstbestimmendes Handeln bis zum Schluss. Individuelle Bedürfnisse abdecken, bestmöglich maßgeschneiderte Lösungen und natürlich auch ein Einbinden derer, die auch entsprechend vertreten werden. Alles das wird nunmehr abgedeckt. Der Gesetzwerdungsprozess, Herr Bundesminister, hat uns beeindruckt. Da sind neue Maßstäbe gesetzt worden. Professionelles Medieren zwischen den Stakeholder, zwischen den Parteien, Einbildung aller beteiligten Gruppen und letztendlich auch, wir haben hier die Parlamentsenquete Würde am Ende des Lebens gemacht, auch da sind maßgebliche Empfehlungen mit in diesen Gesetzesentwurf eingeflossen, wie zum Beispiel bei der nunmehr noch attraktiveren Vorsorgevollmacht. Meine Damen und Herren, heute meine Premiere, mein erstes Tafel. Aber ich stelle das heute hierher, weil ich ganz einfach glaube, dass es mit dieser auch Auflistung viel einfacher zu verstehen ist, welche großartigen Möglichkeiten die Menschen in Zukunft in Österreich haben werden. Das wird auch auf meiner Homepage und auch auf der Homepage des Justizministeriums abrufbar sein. Ich erkläre es Ihnen jetzt auch ganz persönlich gerne. Vorsorgevollmacht. Sie sehen auch im Rahmen dieser vier Stufen, und das ist das, was wir ausdrücken wollen, es gibt in Zukunft vier Stufen dessen, wie man sozusagen Schritt für Schritt eine erweiterte Vertretungsbefugnis darstellen kann. Bei der Vorsorgevollmacht, die auch zukünftig bei den Erwachsenenschutzvereinen abgeschlossen werden kann, ist ganz wesentlich, dass diese vorsorgende Vertretung erst dann, wenn der Vorsorgefall eintritt, wenn ich tatsächlich krank bin und diese Hilfe bedarf, dann erst in Kraft gesetzt wird. Bei dem völlig neuen Instrumentarium der gewählten Erwachsenenvertretung werden einzelne Angelegenheiten oder Gruppen an eine Person, die ich mir einfach aussuchen kann. Die muss mit mir nicht verwandt sein, das soll einfach eine Person meines Vertrauens sein. Die kann ich bevollmächtigen, für mich tätig zu sein. Ein Freund, eine Freundin, eine Pflegerin, jemand, der mir nahesteht. Bisher gab es schon die gesetzliche Erwachsenenvertretung, die sogenannte Angehörigenvollmacht. Meine Damen und Herren, sie wurde automatisch gesetzlich geregelt, nicht immer und oft gewählt. Die wird ausgebaut. Es ist so, Menschen werden älter, die Vertretung durch Kinder, durch junge Leute schwierig. Oftmals sind es die Geschwister, die mehr Zeit haben und die auch zur Hand sind und das gerne übernehmen. Das heißt, wir werden in Zukunft mit der gesetzlichen Erwachsenenvertretung auch die Möglichkeit haben, mit Geschwistern die Vertretung zu bestellen, Nichten und Neffen einzubinden. Und da wird der tägliche Bedarf abgedeckt werden können, Pflegeangelegenheiten geregelt werden können und die Behördenwege übertragen werden können. Als Clearingstelle sind zukünftig die sogenannten Erwachsenenschutzvereine tätig. Sie sind für uns eine ganz wesentliche Einrichtung, weil beim Klären wird letztendlich entschieden werden, nicht nur, dass sie beraten, welche der vier Stufen man in der Vertretung wählen soll, sondern auch, ob es letztendlich als Ultima Ratio doch notwendig sein wird, dass man eine gerichtliche Vertretung haben muss, letztendlich eine Person, die ich mir eben nicht persönlich aussuchen kann. Danke, Herr Bundesminister, du hast alles getan, die Finanzierung sicherzustellen. Und auch bei den vielen Gesprächen, die ich im Vorfeld hatte, mit dir, deinem Haus und auch dem Finanzministerium, ist es uns letztendlich gelungen. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Schritt, den wir im Ausschuss gemacht haben, nämlich, dass wir auch das Heimaufsichtsgesetz da hineingebracht haben, nämlich dann, dass es zukünftig eine erweiterte Heimaufsicht geben wird, wenn
Kinder und Jugendliche in Heimen auch entsprechende freiheitsbeschränkenden Maßnahmen unterzogen werden. Und da soll es zukünftig auch eine Kontrolle geben. Das kostet auch Geld. Wir haben das mitregeln können. Danke, Herr Bundesminister, auch für die Zusage, dass wir das finanzieren können. Meine Damen und Herren, es wird zukünftig sehr viel Wahlfreiheit für die Menschen geben. Sie haben große Chancen, sich selbst in dem Ausmaß helfen zu lassen, wie sie es wollen. Sie können sich Personen aussuchen, sie können es gestalten. Es ist sehr würdevoll, alt zu werden. Ein großer Wurf ist gelungen, meine Damen und Herren. Ich glaube, international werden wir zukünftig als Vorbild gelten. Dankeschön. Mit der Reform der Sachwalterschaft wird selbstbestimmtes Handeln bis zum Schluss gesetzlich verankert. Schon deshalb ist das Erwachsenenschutzgesetz ein ganz großer Schritt, sagte die Justizsprecherin der ÖVP.